Ja, wir waren ja unsere Crew suchen und ja, haben sie auch gefunden und jetzt, oh, da ist dieses Mal ein bisschen Hochbetrieb, da arbeiten die mal was. Ja. Aber das müssen wir ja verlangsamen, kennen wir ja schon aus dem zweiten Teil und so. Wow, das war knapp. Das war knapp. So, jetzt landen wir. Isaac, hier Carver. Wir sind hier alle in Sicherheit. Was ist mit den anderen? Ich bin mal gespannt, ob die leben. Wir treffen uns im Quartier des Admirals. Lassen Sie mich nicht warten. Ja, dann ab nach oben, ne? Sesam, öffne dich. Hoho, es klappt immer. Oh, wow. Aua. Was, der steht nochmal? Ich hab noch nicht mehr. Komm, ich weiß es. Da kommt bestimmt noch einer. Da kommt noch einer, ey. Ich kenne euch. Ja. Das war's dann auch wirklich. Hey, Isaac. Soll ich den ganzen Tag hier rumstehen? Augenblick, bin gleich da. Hey, wenn Sie sich schämen nach dem Weg. Hey, ich will mich dann nur umgucken, folgen Sie ey. Einfach Ihrem Weg um. Sei doch nicht gleich so blöd. Jetzt dürfen wir hier Rätsel lösen oder was? Ich irgendwie nicht blick. Ach so. Ah, ich bin ein bisschen verblödet. Aber jetzt weiß ich, wie es geht. Jetzt weiß ich, wie es geht. Hat ein bisschen länger gedauert als gedacht. Und dann runter, noch eins. Nochmal runter, rüber. Was ist? Nein. Was ist? Immer noch nicht. Aber das war's jetzt, oder? Ja, das war's. Endlich, ey. Aber die Rätsel sind schon geil. Sind nicht schwer, sind nicht. Muss man. Sind auch nicht. Ja, okay. Die Rätsel sind ein bisschen verwirrend. Aber sind gut. Sind ein bisschen zu leicht, finde ich auch. Die sind zu leicht, dass man schon verblödet ist, dass man das nicht weiß, wie es geht. Dann gehen wir mal unsere magischen Fähigkeiten einsetzen und übersetzen das Ganze. Bin ich mal gespannt, was drin steht. Oh. Hört sich nicht gut an. Oh mein Gott. Ellie, komm mal hier. Wir haben das Quartier des Admirals erreicht. Isaac ist. Abschalten. Hey, Isaac. Isaac? Kawa, was ist da los? Abschalten. Isaac! Abschalten. Hey! Abschalten! Was ist denn los? Nichts. Alles in Ordnung. Alles okay. Ellie. Der Admiral war besessen davon. Für seine Haustür. Ein Schlüssel? Wofür? Für seine Haustür. Hey, ein Nach Schlüssel. Alien-Apparatur, okay. Alien-Apparatur. Oh. Eine Maschine. Sie glaubte wohl, dass sie die Marker steuert. Oh mein Gott. Sie wollte sie abschalten. Das schrieb sie immer wieder. Wie ein Mantra. Oder Anweisungen. Genau danach haben wir doch gesucht. Das ist nicht irgendein Planet, Isaac. Sie haben die Quelle gefunden. Die Heimat der Marker. Der Teufel soll mich holen. Heimat der Marker. Okay, wir sammeln uns im Kontrollraum. Oh, was war das? Unseren nächsten Schritt. Clark, kommen Sie zu sich! Los jetzt, Clark! Ja, dann stoßen wir mal zu unserer Crew, aber vorher schauen wir uns noch ein bisschen um.
Verdammt, Marjorie. Ich setze unten auf diesem Eiswürfel das Leben von vielen tapferen Männern und Frauen aufs Spiel. Soldaten, die im Krieg zu Hause kämpfen können. Würde mir jetzt bitte mal jemand erklären, wonach wir überhaupt suchen? Wir suchen nach Hoffnung, General. Unterstützung für den Krieg und unsere Kampfkraft schwinden. Wir haben keine Rohstoffe mehr. Die Öffentlichkeit wendet sich gegen uns und uns läuft die Zeit davon. Beantworten Sie einfach meine... Buckle hier. Wir haben ein schrottreifes Transportshuttle namens Crozier aufgespürt. Wenn wir es wieder flott kriegen, schaffen wir es damit vielleicht... Ob wir es wirklich zur Planetoberfläche schaffen, wenn wir dieses Shuttle das finden, sehen wir dann die Biege. Verdammt, Robert, wenn wir die Marker nicht stoppen, gibt es nichts mehr, wohin wir zurück könnten.